heute mal ein ganz anderes Video. Jetzt auch nicht direkt an euch, sondern ich habe mal eine kleine Frage. Ich gucke mir momentan diesen YouTuber Detlef Böhmisch an. Das ist ein sehr, sehr freakiger Typ hinsichtlich Pflanzen, muss ich sagen. Und was mich jetzt interessiert ist, also ich hoffe, du siehst das Video, Detlef. Wie du siehst, ich habe hier diesen Aquakeller. Ich habe auch schon so ein, zwei Pflänzkes, habe leider das Problem und ich bin regelmäßig am Gießen und alles. Daran liegt es anscheinend nicht, aber mir vertrocknen trotzdem komischerweise, obwohl die Erde nass ist, vertrocknen mir die Pflanzen. Was ich dabei sagen muss, ich habe hier in dem Raum haben wir um die 28 bis 30 Grad, also es ist schon ordentlich warm. Jetzt meine Frage, welche Pflanzen könntest du mir empfehlen, die ich hier unten im Keller hinpacken kann? Erstens habe ich ja ich habe Pflanzen, die ich auch gut an den Ecken von den Aquarien befestigen kann, also wo man die Wurzeln auch gut direkt ins Wasser packen könnte. Jo, aber halt im Allgemeinen, ich bin jetzt, was ich rausgefunden habe, die wirst du wahrscheinlich kennen. Genau, die habe ich hier. Davon werde ich mal noch mehr holen. Ich habe gesehen, dass das wuchert auch schön, wenn man die ins Wasser hängt mit den Wurzeln. Aber ich möchte auch gerne verschiedene Pflanzen haben. Also, wie gesagt, jetzt nochmal die Frage an dich. Welche Pflanzen könntest du mir empfehlen? Welche Pflanzen brauchen jetzt nicht so extrem viel Licht? Ich habe zwar, also über Tag haben wir hier die LED-Lampen an. Zack. Ganz normal diese Deckenbeleuchtung. Aber es ist schon ordentlich ausgestrahlt hier, also so ist jetzt nicht. Ja, wenn du irgendwelche Ideen hast oder sowas, würde ich mich sehr, sehr, sehr über eine Antwort oder eventuell auch über ein Video, was du extra machst, freuen. Ich guck's mir auf jeden Fall an, ich verfolge deine Seite und deine Videos, also ja, dann mal gucken, ob eventuell was zurückkommt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, auch für die anderen, die sich das Video angucken. Ja, wie ihr seht, euer Aquakeller, das Ganze. Bis zum nächsten Mal.